Du hast dich schon immer gefragt, wie du einen Olivenzweig mit Aquarellfarben gestalten kannst. Das zeige ich dir heute. Ich habe mir aus dem Garten einen Olivenzweig geschnappt, um dir den Aufbau noch besser zeigen zu können. Wir starten erstmal mit einer kleinen Skizze, damit du sehen kannst, worauf du gleich achten musst, wenn es ans Aquarellieren geht. Und zwar haben wir zunächst einmal eine ganz spezielle Blattform, nämlich eine sehr spitze Blattform. Unsere Blätter hängen jeweils immer an einem ganz kurzen Stiel an unserem Hauptstiel dran. Das heißt, wir brauchen bei jedem Blatt einen ganz kurzen Stiel und an diesem Stiel ist ein Blatt, was sowohl oben als auch unten spitz ist. Dann haben wir außerdem noch in der Mitte eine Blattader, die auch immer ganz, ganz gut zu sehen ist, sowohl auf der Vorderseite als auch auf der Rückseite. Manchmal sind die Olivenblätter auch etwas breiter, manchmal sind sie etwas schmaler. Das heißt, auch da ist es gar nicht schlimm, wenn wir zwischendurch mal den Bauch vom Olivenblatt etwas variieren. Das nächste, was jetzt noch wichtig ist, ist, wie denn das Ganze an unserem Stiel befestigt ist. Du kannst sehen, dass die Blätter immer gegenüber voneinander an unserem Stiel hängen. Das bedeutet, das würde ich jetzt auch für meine Skizze so auch machen. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier mir einen Stiel in die Mitte ziehe, dann schaue ich, dass ich wirklich immer links und rechts auf derselben Höhe meine einzelnen Blätter sitzen habe. Was aber nicht regelmäßig ist, ist, wie die Blätter voneinander abstehen. Du kannst hier schon sehen, dass es Blätter gibt, die relativ weit zur Seite abstehen. Viele stehen aber auch relativ nach oben gerichtet ab. Das bedeutet, wir sollten auch darauf achten, dass unser Aufbau nachher nicht zu grafisch aussieht. Wenn ich zum Beispiel jetzt hingehe und immer links und rechts an derselben Stelle meine Blätter hinsetze, dann sieht das Ganze nachher sehr, sehr grafisch aus. Wir möchten aber einen lockeren, natürlichen Stil haben. Und deshalb schaue ich auch bei meiner Skizze, dass ich sowohl Blätter habe, die sich zur Seite bewegen, aber genauso, dass ich Blätter habe, die sich etwas mehr nach oben bewegen. Und dann zum Beispiel wieder mehr zur Seite. Das heißt, ich versuche da so eine schöne Varianz hinzubekommen, dass das Ganze so ein bisschen übereinander gelagert aussieht. Was außerdem jetzt auch noch ganz wichtig ist, die Blätter sind nicht immer perfekt zu uns gerichtet. Das heißt, manche Blätter, wie zum Beispiel das hier, das kannst du ganz gut hier erkennen, ist zum Beispiel, sehen wir nur von der Seite. Das heißt, wenn wir ein Blatt von vorne zeigen möchten, dann sieht das so aus wie das hier. Wenn wir ein Blatt von der Seite zeigen möchten, dann können wir einfach dieses Blatt viel, viel schmaler machen, dass es so aussieht, als ob man nur noch die Seite sieht. Genauso wie hier, da sehe ich ja fast nur noch einen Strich von oben. Das würde ich jetzt zum Beispiel in meiner Skizze auch so ein bisschen bedenken. Das heißt, dass ich zum Beispiel auch Blätter habe, die sehr, sehr schmal sind und auf der anderen Seite auch Blätter habe, die etwas breiter sind. Mit diesem Aufbau können wir jetzt verschiedene Zweige in verschiedenen Richtungen malen. Das heißt, ich könnte zum Beispiel diese Version einfach jetzt nochmal in eine andere Richtung geknickt lassen, also so wie du es schön findest, und könnte genau dasselbe jetzt hier auch nochmal machen und gucke einfach nur, dass ich wieder die Regeln beachte, die ich jetzt hier schon aufgestellt habe, aber dass zum Beispiel meine Blätter etwas anders abstehen als bei der Version beispielsweise. Und so mit diesen kleinen Skizzen kann ich den Aufbau meiner Zweige wunderschön einmal üben, bevor es mit Aquarellfarbe weitergeht. Was uns jetzt natürlich hier noch fehlt, sind die Oliven. Und die Oliven, die sind hier leider nicht dran, weil die immer im Garten nicht zugegen waren. Aber die Oliven hängen tatsächlich auch an so ganz kurzen, kleinen Stielen dran und haben eine schöne, ja, Eierform, würde ich sagen. Also nicht rund, sondern ein bisschen so langgezogen. Und die können wir natürlich ganz einfach an das Ende unserer Stiele noch dranhängen und ergänzen. Die können einmal nach unten hängen zum Beispiel, die können auch so ein bisschen sich nach oben hängen. So würde ich das aus meiner Fantasie heraus einmal malen.
Wir machen weiter mit dem Aquarellpapier. Ich möchte dir jetzt einmal eine Version auf der linken Seite zeigen, die wir vorher vorskizzieren, und auf der rechten Seite danach eine Version, die wir freihand ohne Vorzeichnung machen. Wir starten also auf der linken Seite einmal mit unserer Skizze. Dafür kann ich mich ja so ein bisschen an meiner Schmierskizze hier orientieren und fange genauso an, wie ich das eben auch gemacht habe, indem ich mir erstmal den Hauptstiel ziehe. Der ist so schön mittig auf dem Papier, das heißt, oben und unten habe ich ungefähr gleich viel Abstand. Und dann starte ich einfach mal unten mit meinen ganzen Blättern. Die einen sind, wie besprochen, so ein bisschen mehr zur Seite gerichtet. Dann können wieder welche so ein bisschen mehr nach vorne oder nach oben gerichtet sein. Manche können ein bisschen schmaler sein, manche ein bisschen breiter. Und im ersten Schritt überlagere ich jetzt einfach die Blätter miteinander. Ich kann gleich ein bisschen radieren, damit ich da ein bisschen mehr Ordnung reinkriege. Aber grundsätzlich starte ich erstmal, indem ich die so ein bisschen sich überlagern lasse. Gucke, dass einige etwas schmaler sind, einige etwas breiter. Und wenn ich die grobe Skizze habe, kann ich, wie besprochen, gucken, welches Blatt liegt denn oben, und kann dementsprechend dann hier schon mal ein bisschen die Skizze bearbeiten, dass ich das nachher besser direkt verstehe, was ich mir bei der Skizze gedacht habe. Und dann setze ich am Schluss unten noch zwei Oliven dran. Und jetzt kann ich mir meine Aquarellfarben einmal schnappen. Beim Aquarellieren müssen wir jetzt auch noch etwas beachten. Und zwar gibt es beim Olivenblatt eine Vorder- und eine Rückseite. Die Vorderseite ist richtig dunkel olivfarben, die Rückseite dagegen ist relativ hell. Deshalb sollten wir jetzt auch darauf achten, dass wir unsere Blätter nicht alle in derselben Intensität einfärben, sondern dass wir schauen, dass manche Blätter ganz hell sind und manche dunkel. Außerdem gibt es noch einen zweiten Punkt, der, finde ich, wichtig ist, und zwar, dass man die eine präsente Blattader in der Mitte sehr, sehr deutlich sehen kann, sowohl bei der Vorderseite als auch bei der Rückseite. Deshalb würde ich jetzt Folgendes machen. Ich würde bei der Vorderseite in der Mitte einen helleren Streifen stehen lassen und bei der Rückseite würde ich am Schluss einen dunkleren Streifen noch ergänzen. Wie wir das machen, zeige ich dir jetzt. Dafür mische ich mir hier einmal einen schönen, hellen Olivton an. Ich nehme aus unserem eigenen Kasten einfach das Olivgrün, das hat die perfekte Farbe. Da mische ich mir jetzt aber ganz viel Wasser mit rein, damit das ein richtig schöner, heller Ton wird. Und dann starten wir einmal mit einem kleinen Rundpinsel. Ich habe jetzt hier eine Größe 4. Und wir grundieren jetzt erstmal das erste Blatt komplett. Und jetzt siehst du schon, dass es von der Farbintensität eigentlich schon die perfekte Farbe ist, um auch die Rückseite darzustellen. Das bedeutet, wir können jetzt erstmal hingehen und können erstmal alle Blätter in dieser Intensität einmal grundieren, weil wir ja damit sowohl die Vorderseite als auch die Rückseite schon mal darstellen können. Wenn wir alles grundiert haben, lassen wir jetzt erstmal alles richtig gut trocknen. Wenn alles gut getrocknet ist, können wir jetzt mit den dunklen Blättern starten. Und zwar hatte ich ja eben schon gesagt, dass wir in der Mitte einen weißen Streifen stehen lassen, beziehungsweise nicht einen weißen, sondern einen sehr hellen Streifen. Und genau das machen wir jetzt bei den Blättern, die man von vorne sehen soll. Dafür nehme ich mir jetzt einen hochpigmentierten Ton hier, indem ich mit weniger Wasser arbeite und mehr Pigment. Und einem Pinsel mit einer richtig schönen feinen Spitze. Und dann gehe ich hin
und starte bei meinem ersten Blatt und lasse jetzt einfach in der Mitte einen ganz, ganz, ganz dünnen, hellen Streifen stehen. Im selben Zug kann ich jetzt auch schon den kleinen Stiel noch ergänzen. Und das Prinzip mache ich jetzt bei ungefähr vielleicht so 60% der Blätter ungefähr, also dass man ungefähr 60% von vorne sieht. Bei den Blättern, die man so ein bisschen von der Seite nur sehen kann, kannst du eigentlich auf diese Mittellinie verzichten, wenn man die wahrscheinlich eh nicht sehen würde, wenn man da so eine Seitenansicht hat. Wenn ich mit den vorderen Blättern fertig bin, lasse ich die natürlich jetzt erstmal trocknen. Und du kannst auch sehen, dass ich diesen Mittelstreifen jetzt nicht überall perfekt hinbekommen habe. Das ist aber auch gar nicht wichtig. Es ist nur wichtig, dass überall so ein bisschen ein heller Streifen in der Mitte auftaucht. Wenn der so ein bisschen durchbrochen ist hier und da, ist das gar kein Problem. Als nächstes kümmern wir uns jetzt einmal um die hellen Blätter. Und wie schon angekündigt, werden wir jetzt einfach bei den hellen Blättern in derselben Farbe, die wir gerade benutzt haben, einfach einen Streifen durch die Mitte ziehen. Dafür brauchen wir natürlich wieder einen ganz, ganz, ganz dünnen Pinsel mit einer feinen Spitze, damit wir auch eine richtig feine Linie hinbekommen. Ich habe mir jetzt hier einfach mal so einen Nullerpinsel geschnappt mit einer ganz feinen Spitze. Und bevor ich aufs Papier gehe, mache ich den so ein bisschen trocken, damit er nicht zu viel Farbe auf der Spitze hat, dann werden die Linien nämlich erst recht nicht dünn. Und dann ziehe ich mir jetzt hier einmal bei meinen hellen Blättern einen Streifen durch die Mitte. Als nächstes können wir noch den Stiel anmalen und der Stiel ist ja im Gegensatz zu den Blättern so ein ganz kleines bisschen bräunlicher, würde ich sagen. Deshalb würde ich jetzt einfach zu meinem Oliv ein ganz kleines bisschen Braun noch ergänzen. Da würde ich jetzt hier einfach hier oben ein bisschen von meinem Braun noch nehmen und ein ganz kleines bisschen Oliv mit reingeben und dann kann ich mir hier einmal den Stiel noch ergänzen. Um ein paar Kontraste noch hinzuzufügen, kann ich natürlich jetzt auch noch mal in einen dunklen Braunton reingehen und kann ganz bisschen hier und da noch mal ein paar Kontrastpunkte setzen. Jetzt fehlen uns noch die Oliven und für die Oliven nutze ich jetzt ein Indigoblau kombiniert mit einem Schwarzton. Theoretisch könnte man natürlich die Oliven auch so ein bisschen rötlich, magentafarben malen, aber ich finde diesen Indigoton eigentlich ganz schön dafür. Deshalb mische ich mir jetzt hier einmal einen ganz hochpigmentierten Indigoton an. Und ergänze noch etwas von meinem Schwarz. Und dann kann ich jetzt einfach meine runden Oliven einmal ausmalen. Und wenn du möchtest, kannst du hier an einer Stelle einen kleinen Lichtpunkt stehen lassen oder sogar zwei.
um dem Ganzen noch ein bisschen mehr Tiefe zu geben. Zum Beispiel so. Und fertig ist unser erster Olivenzweig. Auf der rechten Seite werden wir das Ganze jetzt einmal freihand malen. Und das ist eigentlich auch gar nicht so schwer, denn wir haben das Ganze jetzt hier schon mal perfekt aufgebaut. Wir starten bei dieser Version jetzt allerdings mit dem Stiel, weil den brauchen wir jetzt als allererstes, um zu wissen, wo unsere Blätter denn dran sollen. Deshalb habe ich mir jetzt denselben Farbton angemischt, dieses Braun, was ich auch auf der linken Seite verwendet habe. Und werde jetzt einfach auf der anderen Seite einmal mir ebenfalls eine braune Linie ziehen. Und an diese kann ich jetzt meine Blätter dran setzen. Du kannst die Blätter auf verschiedene Arten und Weisen malen. Und zwar könntest du zum einen einfach, wir starten natürlich wieder mit dem sehr hellen Olivton, weil wir eigentlich genau dasselbe machen wie auf der linken Seite. Wir starten mit dem hellen Oliv und setzen später das dunkle Oliv drüber. Aber wir machen das Ganze ohne Vorzeichnung. Und du kannst es zum Beispiel so machen, dass du mit deinem Pinsel einfach dir eine Kontur ziehst von deinem Blatt und danach das Blatt einmal schnell ausmalst. Das geht zum Beispiel ganz einfach. Da kannst du eigentlich nicht viel falsch machen. Ich orientiere mich jetzt auch so ein bisschen an der anderen Seite, damit ich nicht so viel nachdenken muss, wo denn meine Blätter sitzen sollen. Und kann erstmal alle Blätter in dem hellen Ton grundieren. Ich ziehe also die Kontur und male dann in schnellen Zügen den Rest aus. Was du natürlich auch machen kannst, ist, dass du ein bisschen mehr mit Druck arbeitest. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt hier so einen normalen Rundpinsel mir nehme, könnte ich natürlich auch einfach mit der Pinselspitze starten, um mir diesen kleinen Stiel rauszuziehen. Dann setze ich mit der Pinselspitze an, gebe Druck auf meinen Pinsel, der Pinsel fächert auf und ich nehme den Druck langsam wieder weg. Und dieses Prinzip mache ich einmal oberhalb und unterhalb. Und auch so bekomme ich zum Beispiel ein Olivenblatt hin. Wenn ich zum Beispiel das Blatt von der Seite sehe, würde ich jetzt einfach nur mit einem Pinselstrich arbeiten. Also ich starte wieder mit der Pinselspitze, gebe Druck drauf und nehme den Druck dann langsam wieder weg. Dieses Prinzip ist natürlich ganz cool, weil man relativ schnell die Blätter malen kann. Das heißt, ich glaube, dann ist man ein bisschen schneller, als wenn man erst die Kontur malt. Aber im Endeffekt funktioniert beides sehr gut. Wenn ich die erste Schicht fertig habe, lasse ich wieder alles richtig gut trocknen. Im nächsten Schritt gehe ich jetzt genauso vor wie bei der ersten Version. Ich male mir wieder die Blätter, die ich von vorne sehe, von oben sehe, dunkler und die anderen bleiben hell. Aber auch hier kannst du natürlich jetzt sagen, ich mache das Ganze entweder genauso wie auf der anderen Seite vom Prinzip her oder du kannst das Ganze auch mit wenigen Pinselstrichen hinbekommen, indem du dir wieder diese Technik zunutze machst, dass du erst an der einen Seite eine Blatthälfte ziehst und dann an der anderen. Das bedarf natürlich etwas mehr Übung, als wenn du das Ganze einfach mit Konturen machst.
Und genau wie auf der anderen Seite nehme ich mir jetzt wieder meinen sehr, sehr dünnen Pinsel mit der feinen Spitze und ziehe auch hier jetzt in der Mitte von den hellen Blättern noch eine dunkle Linie dazu. Als nächstes ergänze ich jetzt auch hier einfach freihand meine Oliven. Ich gehe wieder mit meinem Indigo-Blau mit dem Schwarz gemischt und ziehe mir jetzt einfach die Form der Olive mit meiner Pinselspitze vor und male dann einfach den Rest genauso aus wie auf der anderen Seite. Lasse wieder so ein paar Lichtpunkte stehen, damit das Ganze auch schön spannend wirkt. Hier setze ich jetzt noch mit meinem Braun, was ich auch für den Stiel verwendet habe, noch zwei kurze Stiele dran, damit die Oliven auch verbunden sind. Und dann kann ich im letzten Schritt jetzt noch ein paar dunkle Details an meinem Stiel hinzufügen, indem ich einfach nochmal in die dunkelbraune Farbe gehe und auch hier nochmal an einigen Stellen kleine Punkte ergänze, was meiner Illustration viel, viel mehr Tiefe und Lebendigkeit schenkt. Und fertig sind meine beiden Olivenzweige.